Ich auch. Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted. Ich habe gerade schon mal eine komplette Aufnahme, beziehungsweise eine komplette Unmod und ein bisschen Gameplay verkackt. Wir machen das hier jetzt nicht zum ersten Mal. Leider nicht, denn 200 Klamotten, der ist 30 km/h schneller als wir. Wie auch immer er das geschafft hat, weil... Hallo! Du dumme Mizzet, ey. Langsam waren wir jetzt nicht, würde ich sagen. Die Rennen sind hier scheinbar noch viel schwieriger als in Most Wanted. Allerdings ist unser Auto halt auch noch nicht so richtig getuned, ne? Au! Wieso auch immer da unsere Zeitlupe gerade so schnell ausgelaufen ist. Habe ich gerade nicht ganz verstanden. Da hätten wir besser die Außenrunde genommen, aber ich wollte dranbleiben, denn auch so verlieren wir wieder Zeit, wenn die vor uns im Ziel sind, logischerweise. Das heißt logischerweise, leider verlieren wir Zeit. Hui. Nein, du brauchst keine freie Einheit. Ich brauche ein Aufnahmeprogramm, was dieses Mal auch funktioniert. Oh shit. Okay, die haben sich woanders angenommen. Ja, das macht eigentlich gar nichts, dass er näher kommt. Wichtig ist eigentlich nur, dass wir langsam mal nach vorne kommen. Ja, Bruder, mach mal kurz nicht so einen großen hier. Ich wollte eigentlich auch nur vorne sein. Okay, er ist 4 km/h schneller gerade als ich. Das ist ziemlich gut dafür, dass er vorher noch 14 km/h schneller war als ich. Die einzige Sache, die wir gerade noch tun können, ist vor dem im Ziel sein. Weil dann kostet es den Zeit und wir haben trotzdem gewonnen. Und? Wir haben gewonnen. Nice. Ja, wir müssen abhauen. Genau. 1004 km/h gibt 12.200 und neue Karosserie-Vinyl-Kits. Ja, versucht das mal bitte. Der hat uns scheinbar nicht gesehen. Bestätige. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen. Na, du hast uns gar nicht gesehen. Das ist Schmarrn, ist das. Ist das klar? Werden zur Verfügung gestellt und im Perimeter zugeteilt. Gut, wir haben gleich Flucht fertig. Das heißt, wir fahren nur noch ganz entspannt weg. Ja, das ist okay. Nee, K-Sperrung, bitte. Danke. So, schauen wir geschafft. Verfolgungsstatistik. Die Polizei von Palmont hat es stark auf Rase abgesehen. Hier sind ein paar Tipps, wie du Ärger vermeiden kannst. Abstand. Das Geheimnis, wie du vor Cops flüchten kannst, heißt Abstand herausfahren. Solange sie dich sehen können, kannst du nicht entkommen. Nutze verwinkelte Strecken und den Verkehr, um die Cops abzuschütteln. Verstecken. Sobald du außer Sichtweite bist, such dir ein Versteck. Sie werden auf der Minikarte als blauer Kreis angezeigt. Verfolgungsstopper. Nutze die Verfolgungsstopper, um lästige Cops loszuwerden. Verfolgungsstopper erscheinen auf deiner Minikarte als Dreiecke. Verstärkung. Wenn dich nur wenige Cops verfolgen, werden sie schnell Verstärkung rufen. Sieh zu, dass du außer Sichtweite kommst, bevor der Timer abläuft, oder es werden sich mehr Cops der Verfolgung anschließen. Der Timer erscheint auf der Verfolgungsanzeige. Ja, danke. Territorium wird angegriffen. Oh, müssen wir gegen kämpfen. Das mit dem Tutorial, mit dem wird angegriffen, ist actually ein bisschen nervig. Aber da kann man halt wenig gegen machen, ne? Also es ist halt einfach... ja, man kann da, glaube ich, gar nichts gegen machen, außer halt abwehren. Außer halt abwehren kann man da echt nicht viel machen, ne? Bruder, ey. Also, ich hätte das noch geschafft. Irgendwie kriege ich dann auch meine Drehzahl nicht mehr hoch. Habe ich auch noch nicht ganz verstanden, irgendwie. Als ob man einfach kein Gas mehr geben könnte, wenn man am Anfang nicht sofort Gas gegeben hat oder mal kurz aufgehört hat, Gas zu geben. Und diese Cutscenes nerven enorm, ey. Möchte ich auch noch mal kurz sagen. Gut, ich nehme keine Abkürzung, ihr Fotzen, also nur die zweite. So, das war ein bisschen kürzer. So. Ja, das macht gar nichts, macht das. So. Na. Na.
Ich kann aus irgendeinem Grund auch einfach nicht Neville einsetzen. Neville ist auch durchgehend Achter gefühlt. Wir werden mal wen anders benutzen. Vielleicht als Scout. Vielleicht die liebe kleine... Wie heißt die kleine? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben die Dinger, heißen die Dinger, die einen mitziehen? Haben wir gar nicht in unserem Team. Also noch nicht. Lotus! Okay. Da lagen wir ganz kurz auf der Seite. Und die fahren einfach an uns vorbei. Wir müssen mal gucken, ob wir den Alf noch weiter tunen können. Ich bin noch nicht ganz durchgestiegen, wie es hier mit Tuning läuft. Gefühlt kann man irgendwie alles direkt am Anfang tunen. Es kostet gefühlt auch... Es kostet gefühlt auch kein Geld. Aber es kann ja nicht ganz so... nicht ganz so richtig sein, ne? So, kann ja irgendwie nicht so richtig sein, dass Tuning irgendwie gefühlt, also dass man gefühlt mit einem Anfangsauto nichts am Ende reißen kann, wobei das so sein kann, dass man sich halt mehrere Autos kauft. Ich meine, ich habe mir einfach immer trotzdem Autos geholt, in Underground 2 jetzt weniger, beziehungsweise ich habe sie weniger genutzt. Ich habe sie meistens gebaut, einmal gefahren, gemerkt, sie sind scheiße und weggelassen. Aber in Most Wanted zum Beispiel haben wir ja sehr, sehr viele verschiedene Autos gehabt. Wir hatten zu Anfang den Punto, dann haben wir sehr schnell einen Lancer geholt, dann hatten wir noch einen Subi und zum Ende den Ford GT. Ja, das waren vier Autos. In einem fucking Spiel. Ich meine, das ist jetzt nicht wenig, ne? Ich meine, im Verhältnis ist das immer noch relativ wenig. Ja, so viele Autos, wie es gibt, kann man eh nicht verwenden. Ja, schalt mal irgendwie aus, Neville. Du machst das schon. Ja, das liegt sowieso nur an mir, du Arsch. So, geschafft. Das hätten wir geschafft. So. Dann möchte ich aber jetzt, weil ich keinen Bock habe, nochmal so weit zu fahren. Bruder, ich möchte gerne ein einzelnes auswählen. Darf ich das? Danke. Das da hätte ich gerne. Zum Event springen. Ich habe nicht gelesen, was es ist. Fällt mir jetzt gerade auf. Zum Rundkurs, glaube ich. Sieht zumindest so aus. Ein Renault V6 fährt mit. Also Freddy hat das kommentiert und ich habe auch mal selber nachgeguckt. Es gab wirklich einen Renault Clio V6. Und dann dachte ich mir nur so, what the fuck? Ich meine, gut, es gab auch 147er als V6, aber ein 147er ist größer als ein fucking Clio. Ein Clio ist schon ein winziges Auto. Wobei ein 147er V6 auch cooler aussieht als ein Clio. Also jetzt nicht von außen, aber vom Motorraum her. Den Motorraum von einem Clio V6 gesehen, das sieht echt dumm aus. Also bin ich ganz ehrlich. Ist kein schöner Motorraum. Also es ist nicht, also es ist voll, aber nicht übermäßig voll. Daran liegt nicht, dass es dumm aussieht, sondern der Motor sieht aber scheiße aus. Kein schöner Motor. Und sie sind unbezahlbar teuer. Also, naja, das heißt unbezahlbar, man kann sie schon bezahlen, aber ich glaube, den günstigsten, den ich gefunden hatte, ging so bei 40 los oder so. Also ist schon actually sehr viel Geld für so ein winziges Himmelauto, aber es gab auch, glaube ich, nur eine Handvoll. Actually ziemlich wenig ist. So. Erste Runde. Ich hoffe, man hört im Hintergrund nicht die Katzen oder so. Die sollten eigentlich gerade recht ruhig sein. Vorne ist nicht zu Hause. Es ist actually schon relativ spät abends. Ich nehme diesen Part hier. Also, was heißt spät abends? Es ist 19 Uhr. Wenn es jetzt nicht spät ist, aber für mich ist es aktuell spät, weil ich gerade jeden Morgen 70 Kilometer weit fahren muss, um zur Arbeit zu kommen. Und das mich actually ziemlich hart nervt. Arbeite nämlich nur... Ich habe das, glaube ich, schon erzählt, dass ich aktuell nicht in unserem Betrieb arbeite und deshalb relativ weit fahren muss. Also in der Außenstelle halt einfach... Nein. Ja, und deshalb fahre ich halt aktuell relativ viel. Was jetzt nicht so schlimm ist, weil... Das ist halt okay, ne? Aber... Wird halt schon... Also deshalb kann ich halt aktuell nicht so viel spät aufnehmen, weil ich relativ viel am Arbeiten bin aktuell. Ne, ich fange um 5 Uhr morgens an, fahre deshalb um 4 Uhr los und
Das war Glück, dass der Bulle weitergefahren ist. Aber jetzt haben wir andere Probleme. Die sind nicht ernsthaft gekommen, ne? Turbo-Stufe 2, Straßenpaket. Und? Wir haben ein Territorium erobert. Nice! Wir haben den Gockel. Freddy hat übrigens, Cayman S freigeschaltet, Freddy hat übrigens zu Recht gesagt, Bruder, warum hast du den Dingens geholt? Den Gockel? Hätte es nicht einen Fisch gegeben? Ich habe actually nicht drauf geachtet, ob es einen Fisch gegeben hat. Ist aber durchaus möglich, dass es einen gab. Dann tut es mir unendlich leid und wir werden ihn definitiv noch holen. Aber erstmal machen wir das Rennen noch. Warte, was ist das? Das ein Sprint? Sprint. Das machen wir noch. Da springen wir mal kurz hin und dann machen wir nochmal das finale Rennen vielleicht. Ja, aus irgendeinem Grund dreht er nicht höher, wenn ich so anfange. Hier fahren schon ziemlich krasse Autos, muss ich sagen. Also, was heißt krass, ne? Also, Porsche zum Beispiel. Glaube ich. Bin der Meinung, ich habe eben Porsche gesehen. Die Elise fährt weiterhin mit. Ist doch ja ein ziemlich geiles und ziemlich krasses Auto, actually. Willst du mich verarschen? Ja, ist mir egal, ob er das in einer Woche noch spürt. Er hat mich. Digga! Die KI hier ist aber echt bis jetzt, Betonung auf bis und jetzt, okay. Ja. Die fährt aber vorbei. Mit so einem Kack-Renault, Alter. Uff, uff. Ja, es ist blöd, ne? Also du warst bis jetzt nicht nützlich, möchte ich nur mal kurz anmerken. Das hat leider keinen aufgehalten. 50% haben wir. Das sind aber nur 49 gewesen. Ja, ich weiß, danke. Eieiei. Ja, ne? Nein. Uff. Halt die Fresse, Mann. Also, ich glaube, ich mache die Kommentare von denen noch aus, weil die nerven. Echt. Und er ist einfach weg. Wo ist er hin? Wo ist Neville Longbottom? Wo ich actually nicht mehr weiß, woher der Name kommt. Ich glaube aus iCarly, das war so eine Serie im Fernsehen, als ich noch ferngesehen habe. Was actually sehr lange her ist. Bruder, man wird alt. Jedes Mal, wenn ich, wenn mir jemand erzählt, dass der neue Peter Lustig, der ist nämlich der neue Peter Lustig, wie jeder weiß, also vielleicht wissen das einige Zuschauer schon nicht mehr, denn der neue Peter Lustig macht das seit 13 Jahren. Das wusste ich nicht. Für mich ist Peter Lustig immer noch der alte Peter Lustig. Und nicht Freddy, was weiß ich, wie der Pimmelmann heißt. So. Das haben wir noch gemacht. Und dann machen wir noch ein Massenrennen. Da fahren wir mal kurz hin. Und dann wechseln wir actually noch das Crewmitglied davor mal. Weil ich ihn halt wirklich nutzlos finde. So. Ich finde die freie Fahrt hier wieder ein bisschen nützlicher. Vor allem, weil das Spiel halt auch richtig gut aussieht eigentlich. Das heißt richtig gut. Das ist jetzt kein... Nicht das, was man von einem AAA-Titel erwartet. Achtung, aber ist schon hübscher. Mögliches Code-6-Fahrzeug wurde zuletzt gesichtet in westlicher Richtung. Einheiten im Zielgebiet so. Ohne Priorität. Bitte melden und den haben wir hier einmal ein Massenrennen. Ich glaube, das ist das erste Massenrennen, was wir machen. Crewmitglied wechseln. So, er ist halt ein Trickser. Karosseriebauer, was? Wo steht denn, was die sind? Scout, da unten. Okay, dann nehmen wir mal Yumi, weil ich mag kein Benz. Das ist übrigens auch der Erste, der rausfliegt, wenn irgendwas los ist, ne? Auch wenn er praktisch ist als Karosseriebauer. 16 Mann sollen hier mit bei sein. Glaube ich. Ich sehe Yumi actually gerade nicht. Doch da, ne, hä? Okay, Yumi ist doch da ganz vorne. Alter Schwede, ey. Oder sie ist einfach nicht da. Könnte auch sein. Ich drücke übrigens mal die ganze Zeit hier rechten Stick rein. Weil ich halt immer nach hinten gucken will. Aber dieses Spiel hat ja keine Taste für nach hinten gucken. Was mir gar nicht gefällt. Ha, das war keine Abkürzung. Opfer. Aber hier sind wir eben schon mal lang gefahren, das heißt, hier kommt jetzt die Abkürzung.
hier. Und dann müssen wir von hier nach da raus und hier durchfahren. Das ist die richtige Abkürzung von den beiden. So. Es scheint ein Rundkurs zu sein, wenn ich das richtig sehe, das Massenrennen. Und es scheinen auch nur 12 Leute gewesen zu sein, weil wir waren, glaube ich, letzte Reihe und das waren, wir waren 12 da am Anfang. Wir haben noch 4 Minuten, sehe ich das richtig, oder 5? Irgendwas dazwischen. Kommt hier, da kommt eine Abkürzung, das wusste ich. So, wir sind actually recht schnell unterwegs. 2,42, das fährt mein Auto Haram nicht mal. Aua. So, jetzt kommt hier gleich wieder... Ich hasse übrigens Sprungszenen, wirklich. Und die Felgen sehen in der Drehung wirklich nicht gut aus. Und das sind halt wirklich die Felgen, die ich haben will. Also, ich will keine BBS haben, aber... Ich will halt dieses Design von Felgen haben. Das gefällt mir im Drehen gar nicht, aber... Bruder, was ist denn mit dir? Wie der Typ mich einfach fast überholt, ey. Und ich war jetzt wirklich nicht langsam. Also jetzt bin ich übel langsam, möchte ich mal kurz anmerken. Digga, der überholt mich einfach. Die überholen mich alle einfach, Alter. Sind wir actually zu langsam? Ja, wir sind zu langsam. Für ein Rennen dieser Klasse. Wir müssen wirklich nochmal gucken, ob wir dieses Auto weiter tunen können. Aber ich glaube nicht, dass das geht, ehrlich gesagt. Das hier ist das letzte Rennen, was wir noch nicht gemacht haben in diesem Sektor. Oder wie heißen die Dinger? Sektoren, ne? Ja, ich glaube, oder in diesem Bezirk auf jeden Fall. Stadtteil nicht, sondern Bezirk, glaube ich, wenn. Oder andersrum? Ach, ich weiß es doch nicht. Das war gar nicht mal so klug, hier durchzufahren, weil das ist keine gute Abkürzung. So, fährt er auch durch die zweite durch? Nein, tut er nicht, okay. Die zweite ist aber halt auch actually gar nicht so klug. Sondern die hier ist die kluge. Und die kriegt man halt ein bisschen besser, wenn man durch die erste durchfährt. Und die hängen uns echt hart am Arsch, möchte ich nochmal kurz bemerken. Oder sie fahren halt... Willst du mich verarschen? Da bremst du mich einfach aus. Die Choi. Die dumme Choi. Und die blicken das leider auch. Das heißt, die sind direkt hinter uns. Was gar nicht mal so gut ist. Ich hoffe, das Spiel sieht auf YouTube noch genauso gut aus wie hier. Ich halte mal Gas, weil irgendwie werden wir übertrieben viel langsamer, wenn ich aus dem Gas gehe. Also, macht ja grundsätzlich Sinn, dass man langsamer wird, wenn man aus dem Gas geht. So. Holy shit, Alter. Wir versuchen einfach gerade vorne zu bleiben. Shit. So, das ist gar nicht gut. Bei diesen ganzen Zeitlupen-Dingern verliert man halt immer relativ viel Zeit. Trotz, dass sie besser sind als in Most Wanted. In Most Wanted hat man halt übertrieben viel Zeit verloren, ne? Nein, 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 du bleibst hinter mir. Du Assi bleibst hinter mir. So. Abgeschlossen. Eine Minute haben wir noch. Und in dieser Minute gucken wir... Okay, haben nichts mehr gewonnen, außer ein bisschen Kohle. Territorium wird angegriffen. Oh, leck mich. Ja, gut. Das ist scheiße. Ich bestimmt auch. Bruder, kannst du bitte nicht so was Dummes machen? Ja, da sind wir sogar mal als Erster durchgegangen. Nicht so wie der letzten Mal. Gib's ihm! Nehmen nicht die Seitenstraße da rechts, weil ich glaube, dass er langsamer gewesen wäre. Und der war actually wirklich schnell. Nein, die nehme ich auch nicht. Weil man von hier aus halt deutlich schneller ist. Yumi, du hast ein wirklich schönes Auto. Boah, Junge.
Das macht nichts. Alter, die KI ist echt lustig, dass die weiß, welches Auto das ist. Das gefällt mir. Für so ein Rennen ist sie halt actually useless. Ich frag mich gerade, ob sie auch, ob es reichen würde, wenn sie das Rennen gewinnt. Also ob wir dann trotzdem gewonnen hätten. Weil, also es ist ja mein Team, was gewinnt. Ne, also man siegt ja nie alleine. Es ist immer das Team, was gewinnt. Bla bla. Ich versuche da zu bleiben, Mädchen. Das ist actually gar nicht so einfach. Mir gefällt auf jeden Fall die Höhe von dem Auto gut, oder die Tiefe. Ja, nice. Bruder. Ja, chill, Mädchen. Sie hat mich gerade fast verlieren lassen, Alter. Also nein. Ah, das, die Tiefe ist echt gut, ey. Muss ich nur mal kurz sagen. Ja, ne? Haben wir geschafft. Gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.